Hallo, da bin ich wieder. Dieses Video soll das erste Video zur Preseason 2015 sein. Heute beschäftigen wir uns mit den veränderten Türmen, dem neuen Jungle Camp, den neuen Elixieren und dem Dragon bzw. dem Baron Buff. Fangen wir mit den Türmen an. Alle Türme haben 100 Rüstung und 100 Magieresistenz von Anfang bis zum Ende des Spiels. Alle Türme, außer den Inhibitor-Türmen, haben 2000 Leben. Die Beschützer der Inhibitoren haben 2500. Die inneren Türme haben nun eine weitere, neue Fähigkeit. Wenn sie eine Minute lang nicht angegriffen werden, erhalten sie ein Schild. Auch verbündete Champions in der Nähe dieser Türme erhalten diesen. Was das Einnehmen dieser Türme hoffentlich erschweren sollte, die coolste Turmänderung allerdings haben die Inhibitor-Türme. Denn diese schießen nun mit Laserstrahlen, das bedeutet, dass sie dauerhaft auf das Ziel schießen und nicht immer wieder, wie alle anderen Türme, und sie hauen wirklich sehr viel Damage raus. Sie haben auch den Effekt, dass der Schaden langsam mehr wird. Innerhalb von 6,5 Sekunden erhöht sich dieser nämlich auf 260% des normalen Schadens und auch die Rüstung des Ziels wird innerhalb dieser Zeitspanne stark reduziert, nämlich um 100% am Ende der 6,5 Sekunden. Wenn der Turm allerdings das Ziel wechselt oder dieses Ziel halt stirbt, dann wird es zurückgesetzt und er macht wieder ganz normal Schaden wie alle anderen und steigt dann wieder hoch. Das neue Jungle Camp erscheint mir persönlich auch eine super Idee zu sein. Es heißt Scuttle Crab. Meine persönliche Übersetzung davon lautet flitzender Krebs. Also auch wenn sich derzeit noch ein Geist dort aufhält, kann man sich dennoch ganz gut einen Krebs vorstellen. Ich hoffe, der wird ganz gut aussehen. Dieser Krebs befindet sich entweder im oberen oder im unteren Fluss. Dort rennt er immer von der Bot- bzw. von der Top-Lane zur Mid-Lane und wieder zurück. Es ist also kein so langweiliges Camp, das immer an demselben Ort bleibt, sondern eines, welches sich bewegt, was ich schon mal ziemlich cool finde. Außerdem wehrt es sich nicht, wenn es angegriffen wird. Stattdessen rennt es vor dem Angreifer weg. Falls man es dennoch schafft, dieses Tierchen zu besiegen, erscheint ein Feld von dem Drachen bzw. dem Baron, je nachdem welches man umgebracht hat. Dieses gibt einem zum einen Vision über diesen Bereich und zum anderen bekommt man einen Temposchub, wenn man hindurchläuft. Bei den neuen Elixieren muss man im Spiel sehen, ob sie es wirklich bringen. Die alten wurden ja nur von den wenigsten Spielern benutzt. Mal sehen, wie es mit den neuen ist. Die beiden jetzigen Elixiere wurden komplett entfernt. Außerdem gibt es die Regeln, dass man nur noch eins gleichzeitig nutzen kann und auch dieses nur, wenn man mindestens Level 9 ist. Die Elixiere kosten nun alle 400 Gold und sind somit auch teurer als die derzeitigen. Die Namen der Elixiere wurden jetzt von mir selber übersetzt, also es ist durchaus möglich, dass diese auf dem Live-Server dann anders heißen werden. Fangen wir mit dem Elixier der Trümmer an. Dieses bringt extra Leben, prozentualen Extraschaden gegen Türme und nahe Vasallen machen ebenfalls prozentual mehr Schaden an Türmen. Sie bekommen außerdem 90% deiner eigenen Geschwindigkeit, allerdings höchstens 500. Das Elixier des Eisens lässt deinen Champion wachsen und dieser kann auch nicht mehr verlangsamt werden dadurch. Hinter sich hinterlässt der Champion eine Eisenstaubspur, welche verbündeten Champions einen Geschwindigkeitsschub von 10% gibt. Wenn man extra AP, Mana-Regeneration oder True Damage gegen Türme und Champions haben will, sollte man sich das Elixier der Magie kaufen. Dieses Elixier scheint mir von allen vier Elixieren auch am sinnvollsten, allerdings auch nur für Midlaner, aber für diese ist es wirklich eine super Hilfe zum Pushen und ich glaube, das wird auch das Item sein von den neuen Elixieren, das am meisten gekauft wird. Das letzte Elixier mit dem Namen Elixier des Zorns gibt extra AD-Schaden und Lebensraub. Falls man ein Kill oder ein Assist bekommt, verlängert sich die Nutzungsdauer um 30 Sekunden. Alle Elixiere können in der derzeitigen Version 3 Minuten gebraucht werden, danach laufen sie alle ab. Das letzte Thema für dieses Video stört praktisch jeden LoL-Spieler, den ich kenne. Der Dragon und der Baron Buff. Beginnen wir mit dem Dragon. Dieser bringt kein Global Gold mehr und außerdem 50% weniger Erfahrung. Doch stattdessen bringt er nun den Dragon Slayer Buff. Dieser verändert sich mit jeder Tötung des Drachen. Beim ersten Mal erhält man
extra Regeneration von Mana und vom Leben. Beim zweiten Mal außerdem noch AD und AP. Das dritte Mal bringt einem extra Geschwindigkeit und das vierte Mal extra Leben. Beim fünften Mal werden alle Effekte verdreifacht und mehr passiert dann auch nicht. Beim sechsten Mal passiert nicht mehr. Allerdings macht der Drache für jede Stufe des Buffs auch 20% mehr Schaden. Also beim sechsten Versuch dann würde er 100% mehr Damage machen. Und außerdem macht ihr mit jeder Stufe 7% weniger. Der Baron bringt immerhin noch immer Global Gold und man bekommt auch immer noch etwas mehr Schaden durch diesen Buff. Allerdings, der Rest wird verändert. Er bringt keine extra Leben und auch keine Mana oder Lebensregeneration mehr. Stattdessen reduziert er die Zeit des Rückrufzaubers zur Base auf 4 Sekunden. Mal sehen, ob das das wirklich bringt, aber naja. Außerdem bekommen die eigenen Minions in der Nähe einen Geschwindigkeitsboost. Und mehr Damage. Also ähnlich wie eines der Elixiere, nämlich das Elixier der Trümmer. Aber im Allgemeinen gefallen mir die Änderungen vom Drachen und vom Baron leider auch nicht. Da muss ich meinem Bekanntenkreis zustimmen, sie sind nicht gut. So, vielen Dank, dass ihr wieder zugesehen habt. Sämtliche anderen Änderungen, die die Preseason 2050 mit sich bringt, werde ich in der nächsten Zeit ebenfalls erklären. Viel Spaß bis dahin und einen schönen restlichen Tag noch.